Hallo, hallo und willkommen bei einem neuen Projekt mit eurem Xarok. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir machen ein neues Themenbereich, das nennen wir kurz angezockt. Ich zeige euch ganz kurz in so einer halben Stunde ungefähr ein Spiel. Da könnt ihr auch ein bisschen mitwirken. Ihr könnt dann unter den Kommentaren schreiben, hey Xarok, spiel mal das Spiel, kannst du das empfehlen? Ich würde mal gerne wissen, was das so ist und so. Kannst du mal ein Video davon machen? Dann werde ich natürlich euch da ein bisschen entgegenkommen. Ja, ansonsten werde ich immer was raussuchen, was schon in meiner Sammlung ist oder was ich als interessant empfinde. Und werde euch in so einer halben Stunde ungefähr euch dieses Spiel genauer erklären. Unter anderem, was man an dem Spiel so für Einstellungen vornehmen kann, was man so in diesem Spiel selber überhaupt machen kann, um was es bei dem Spiel geht, vielleicht noch so ein paar kleine Tipps und Tricks, vielleicht auch ein paar Cheats, wenn es da was Besonderes gibt oder sowas. Ja, so ein bisschen so von allen Bissen, damit man so einen guten Einblick davon bekommt, um was es bei diesem Spiel geht und ob sich der Kauf für einen persönlich sich lohnt. Genau. Ja, dann fangen wir mal hier mit diesem zuckersüßen Spiel an, namens Train Rally. Ganz nettes Spiel. Ich habe mal schon ein bisschen so reingeguckt. Es hat mich, glaube ich, ab Level 3 wahnsinnig gemacht, weil ich so perfektioniert dieses Level schaffen wollte. Statt einfach zu sagen, ach egal, ich mache jetzt hier einfach ein bisschen weiter. Aber das zeige ich euch dann später. Ja, was kann man hier so an grafischen Einstellungen oder generellen Einstellungen vornehmen? Das Spiel gibt es in sämtlichen wichtigen Sprachen. Deutsch, ganz toll für uns Deutschen. Ja, und dann können wir hier Effekte, das sind die Soundeffekte. Dann können wir hier die Musiklautstärke einstellen. Hier können wir ausmachen, wieder anmachen. Ja, Auflösung. Dann kann man hier Qualität fantastisch oder empfohlen einstellen. Wir lassen einfach hier jetzt fantastisch. Ja, Vollbild, Modus für Farbenblinde. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Können wir ja mal ausprobieren. Würde mich mal interessieren, was da passiert. Passiert jetzt gar nichts, wahrscheinlich im Spiel selber dann. Ja, zum Umkehren. Das ist wahrscheinlich, wenn man rein scrollt, scrollt er raus. Und wenn man raus scrollt, scrollt er rein. Scrolltempo und dann hier Modus umschalten, Q, Baumodus mit W, Abrissmodus mit E, weiteren Zug einsetzen. Ja, da erfährt man schon mal hier so ein bisschen, es geht um Züge. Pause mit Space, erhöhen mit Ist-Zeichen, verringern mit Minus, normales Tempo 1, Tempo 2, 2, Tempo 4, 4. Und mit Escape kommen wir zurück ins Menü. Ja, das ist eigentlich schon alles, was wir hier so an Einstellungen vornehmen können. Ja, das Spiel ist gar nicht so alt. Ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, welches Entwicklungsjahr oder wann das Spiel rausgekommen ist. Das könnt ihr dann in der Beschreibung nachlesen, von wem das alles ist und so. Ja, dann denke ich mal, schauen wir uns mal das erste Level an. Da kriegen wir hier so eine kleine Aufgabe. Missionsziele. Setze mindestens einen zusätzlichen Zug ein. Kaufe mindestens 46 weitere Streckenanteile. Und verdiene mindestens 5000 Dollar, würde ich jetzt sagen. Genau. Schauen wir mal rein. Ja, man sieht hier gleich von Anfang an hier so eine nette kleine Karte. Man kriegt hier auch ein schönes Tutorial am Anfang. Das finde ich ganz angenehm. Hier wird uns empfohlen, dass wir das Schienennetz verbinden sollen. Es zeigt uns auch hier jetzt gleich hier so Striche, wie wir das am angenehmsten machen sollen. Da klicken wir hier auf Baumodus und dann sehen wir hier auch so Kästchen. Das sind dann immer diese Aktionsfelder, die Felder, die man hier halt hat. Und wenn man jetzt hier von der Schiene hier anfangen zu klicken, dann können wir hier jetzt hier so rüberziehen. Da sehen wir jetzt, aha, vier Felder sind das. Also kostet ein Schreckenteil 1000 Dollar. Ja, und wir haben momentan 99.000 Dollar. Also können wir jetzt hier geschmeidig ohne Bedenken ein Schienennetz herstellen. So, dann empfiehlt er uns hier, das Verlegen von Schienen auf bereits belegten Feldern ist teuer. Ändere die Route, indem du die Schienen wieder zurückziehst. Also sprich, wenn ich jetzt hier so hinmache, dann kann ich hier auch wieder zurückziehen und nochmal anders da hier. Der will uns damit eigentlich sagen, dass wenn wir Schienen gebaut haben und die dann abreißen, dass das natürlich dann nicht so ganz so günstig ist. Deswegen soll man nicht überstürzt hier irgendwas bauen, sondern notfalls nochmal zurückgehen und nochmal neu ziehen. Ja, genau. So, dann haben wir hier einen schönen, ja, Stammstrecke kann man das, denke ich mal, nennen. So, platziere Gabelungen und Weichen. Reiße überflüssige Schienen und Objekte wieder ab, die dir im Weg sind.
Ja, keine Ahnung, das brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Aber wir bauen uns jetzt hier so eine schöne Schiene hin. So, du kannst den Zug anhalten, umkehren oder erneut losfahren lassen. Aha, das ist sogar mir jetzt neu. Weil die Version, die ich gespielt habe, war das nicht möglich. Das finde ich jetzt ganz cool. Oder ich habe es einfach nur nie gesehen. Das möchte ich natürlich jetzt ausprobieren. So, wenn wir jetzt hier auf das Gebäude klicken, da sieht man hier den Zug mit dem roten Symbol. Das heißt, er will zu dieser Stadt hier drüben hinfahren und hat dann seine Waren. So, das mit den Weichen erkläre ich gleich. Also wenn man hier jetzt hier so auf die Weichen klickt, dann ist eigentlich ziemlich selbsterklärend. Je nachdem, wo man halt die Weichen hinlenkt, fährt der Zug hin. Und tatsächlich, hier kann man den Zug anhalten. Aha, das ist mir echt neu, das habe ich echt übersehen. Naja, schicke die Züge zu den Bahnhöfen der passenden Farbe. Das ist halt das, wo ich gerade erklärt habe. Über den Zügen ist immer eine, ja, ein Symbol, zu welcher Stadt er möchte oder Dorf oder Industriegebiet. Hier unten sehen wir jetzt zum Beispiel ein gelbes, ist so ein Bauernhof oder sowas. Genau. So, dann können wir jetzt hier sogar ein neues Dings. Das finde ich jetzt richtig geil, dass man den Zug anhalten kann. Das gefällt mir gut. Weil das hat mich sehr viele Tote beschert, dass die Züge ineinander gerasselt sind, weil ich nicht aufgepasst habe. Ja, das kann jetzt dann natürlich nicht mehr so leicht passieren. So, hier haben wir jetzt den nächsten Zug, der will zur blauen Stadt. So, Schiene ist hier so, ja genau, und dann machen wir das hier so rüber. So, kann der Zug gemütlich darüber fahren. Ja, man sieht hier auch, je nachdem wie oft der Zug zu einer Stadt fährt, die Stadt entwickelt sich dadurch weiter. Sprich, hier haben wir ja ein, ich nenne das jetzt mal Dorf. Das hier ist ein Bauernhof und das hier ist schon eine Stadt. Also würde ich jetzt sagen, so mit den Hochhäusern und so. Oder vielleicht auch Industriegebiet könnte das auch sein. Ja. Genau. So, dann haben wir hier den nächsten Zug. Der möchte jetzt hier zu dem Bauernhof fahren. Das lassen wir natürlich auch zu. Der fährt jetzt hier schön gemütlich hier runter. Ha, schön, hä? Ja, und jetzt können wir hier ein bisschen mal so die Umgebung betrachten. Wir haben hier oben zum Beispiel, welches Jahr wir schreiben? 1837. Und etwa, ja, im Sekundentakt geht ein Monat vorbei. Hier können wir jetzt auch die Geschwindigkeit vom Spiel beschleunigen oder sogar pausieren. Kann zum Beispiel, wenn es ganz kritisch wird mit den Zügen, dass man kurz Pause drückt und sich einen Überblick verschafft und dann kann man wieder auf Play drücken. Hier sehen wir unsere Quest-Aufgaben. Hier zum Beispiel kaufen wir mindestens 46 weitere Streckenteile, haben wir zum Beispiel schon mal erfüllt. Ja, das ist leider schon vorbei, weil wir schon irgendwie hier diese 5000 Dollar verdient haben. Aber wir hätten noch einen zusätzlichen Zug einsetzen sollen. Ja, das kann ich euch eigentlich mal ganz schnell zeigen, wie das genau funktioniert. Dann machen wir jetzt einfach mal ganz schnell das Level nochmal von vorne. Wir können jetzt hier mal gemütlich schon mal hier eine Strecke bauen. So. Da, wo die Dörfer erscheinen mit der Zeit, also hier ist ja jetzt zum Beispiel kein, das ist ein bisschen per Zufall. Nicht hundertprozentig, aber ein kleines bisschen kann man da sagen, dass das irgendwo erscheint. Aber hier ist es jetzt sehr wahrscheinlich, dass das Dörfchen hier unten entsteht und nicht irgendwo hier über dem Bauernhof. Ja, was kann man noch sagen? Jetzt habe ich hier... Ah, passt schon, okay. Oder? Naja. Jetzt schicken wir mal hier den roten Zug wieder los. Jetzt schauen wir mal, dass ich hier das hier wieder wegmache. Da kriegt man sogar Geld zurück. Ja, meine Güte. Dann machen wir doch mal von hier aus. Ja, ja, so. Schön. Ja, was man vielleicht noch sagen kann, ist auch hier, wenn man so ein Häuschen hier wegmachen muss, muss man ganz schön viel Geld für den Bauern hier blechen. Also hier das Haus entfernen kostet 5000. Demnach sollte man versuchen, möglichst nicht den
Bauernhof oder Häuser hier irgendwie kaputt zu machen, sondern irgendwie außen rum zu bauen. Jetzt hat man natürlich ziemlich viel Kohle, aber später wird das ein bisschen knapper mit dem Geld. So, jetzt zeige ich euch, wie das mit dem zusätzlichen Zug geht. Hier habe ich jetzt 1000 für einen zusätzlichen Zug. Den kann ich jetzt hier losschicken. Den schicken wir jetzt hier unten lang. Das finde ich natürlich geil, dass man den jetzt hier so stoppen kann. Dann kann der hier schon mal vorbeifahren. Schön. Genau, so, dann können wir hier das nochmal verbinden. So, jetzt kann der eigentlich weiterfahren. Ja, und die Züge werden halt immer länger. Sprich, je weiter die Zeit voranschreitet, also je weiter der Entwicklungsstatus ist, werden die Züge länger und dadurch ist natürlich die Gefahr, dass sie ineinander rasseln, größer. Aber dafür gibt es mehr Kohle. Also sprich, so ein Hänger mit so ein Zug mit zwei Hänger, die bringen dann natürlich über 2.000, 3.000 Dollar. Und nur so mit einem Hänger, der bringt halt nicht mal 2.000. Ja, genau. Jetzt können wir hier den hier auch noch losschicken. Der will zum blauen. Schauen wir mal oben rum. Das ist der kürzeste Weg. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt hier klicken. Genau, da kann man hier noch ein Zügchen losschicken. Hier, der fährt jetzt hier gleich hier rüber. Ja, tschu-tschu, würde ich sagen. Ja, der kostet jetzt fast 3.000. Mal gucken, wie viel Hänger der jetzt dran hat. Fast 3.000 hier. Das ist schon eine ordentliche Lok. Eins, zwei. Ja, zwei. Okay. Ja, und, genau. Er hätte jetzt fast 3.000, also 2.900 hätte er gekostet, hätten wir gekriegt, wenn er da ankommt. Aber je länger der Zug für diesen Weg braucht, desto mehr verliert halt der Wert der Waren. Also sprich, ja, Strafgebühren dafür, dass er halt so langsam ist. Ätzend, aber ist halt so, ne? Ist halt kacke, ne? Aber, ja, muss man halt mit einplanen. Und wenn so ein Zug ewig im Bahnhof steht, hat man natürlich hier auch das Problem, dass der Wert immer geringer wird. Also jetzt dieser hier zum Beispiel, der bringt uns jetzt 2.200. Und wir müssen hier so schön warten. Boah. Tick. Jetzt ist er nur noch 2.100 wert. Und je länger das dauert, desto weniger wird der Wert. Also desto weniger bringt er uns dann ein, wenn er ankommt. Also sprich, man sollte schauen, dass man sich schnell losschickt, weil sonst geht uns halt Geld verloren, ne? Und das ist ja das Ziel jeder Wirtschaft, dass man so viel Gewinn macht wie nur möglich. Ja, genau. Dann haben wir eigentlich das erste Level hier geschafft. Ich zeige euch noch das zweite Level. Wir haben jetzt hier alle drei Sternchen abgehakt und können jetzt eigentlich hier irgendwie das Level beenden. Jetzt hier. Das habe ich jetzt auch noch nicht so gemacht. Keine Ahnung. Ah, jetzt ja. Okay, das geht von alleine. Ja, genau. Haben wir alles abgeschlossen. Sehr schön. Jetzt kann man hier auch noch, wenn man sagt, boah, das Level hat mich so gereizt, ich will es weiterspielen, dann kannst du das Spiel hier auch noch auf unendlich spielen. Ja, Party. Aber das machen wir jetzt nicht. Na, 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 na. Aber das wäre mal so eine geile Challenge. 24 Stunden ein Level spielen. Da bringe ich euch auf Gedanken, ja. So, Level 2. Das finde ich auch geil mit den Briefmarken. Eigentlich ganz cool gemacht. Generell, die Grafik ist eigentlich voll cool gemacht, finde ich. Für so ein kleines Minispiel. Ganz betrachtlich. So, jetzt haben wir wesentlich mehr Platz. Jetzt kann man natürlich hier ein bisschen so erahnen, wo Städte entstehen werden. Ich vermute mal hier so und da. Also werde ich jetzt hier meine Schienen mal hier so entlang bauen. So. Zack. Ja, genau, da entsteht schon die erste Stadt. Der will natürlich hier gleich losbrettern. Aber die Schienen sind noch nicht fertig. So, dann machen wir hier noch eine Weiche hin. So, dann fahr mal los. Der Grüne ist da hinten. Der bringt uns schon ein bisschen Kohle, ne? So, können ja mal hier schon mal anfangen. Mit Schienen bauen. Wenn wir das so machen und dann so irgendwie. Ja, das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Wer möchte los? Der Rote. Dann machen wir hier den mal kurz auf Pause, schicken den los. Der soll hier unten lang fahren. Kannst eigentlich schon ein Stück weiterfahren.
Dürfen wir ihn nur nicht vergessen, rechtzeitig zu stoppen. Aber das könnte vielleicht passen, dass die sich gegenseitig nicht knutschen. Jo. So. Passt. Das ist in Ordnung so. Boah, 4200. Meine Herren. So, den können wir auch gleich losschicken. Kein Problem, der will hier rüber. Da ist alles frei. Jetzt können wir hier noch eine Weiche hinmachen. So. Das sind eigentlich unsere Aufgaben. Ich setze mindestens 3 zusätzliche Züge ein. Oha! Dann machen wir hier gleich mal ein. Der will zum Gelben. Den schicken wir auch sofort los. Zack und let's fats, mein Freund. So, 60.000. Okay. Der will zum Roten. Wenn wir den gleich losschicken, schicken wir ihn eine Runde hier so rum. Dann muss der aber hier dann stehen bleiben. So. Oh, der ist. Der hat ja hier 3 Züge hier, ne? Und so. So. So, kannst du eigentlich schon weiterfahren? Das mit dem Anhalten finde ich geil. Stellt euch mal diese Situation hier vor, dass man die Züge nicht anhalten kann. Jetzt ist es ja noch einfach. Jetzt fahren hier 2 Züge gleichzeitig. Aber stellt euch das mal mit 5 Fahrzügen gleichzeitig vor. Ja. Meine Herren. So. Da. Es entwickelt sich weiter. Prächtig. So, dann setzen wir den nächsten Zug ein. Den checken wir gleich hier runter. Den können wir eigentlich gleich losschicken. Wenn er ein bisschen Gas gibt, müssen wir den hier gar nicht anhalten. Aber, na, das ist zu knapp. Den müssen wir kurz anhalten. So, wie lange ist er denn? Einer? Okay, dann kann er weiterfahren. Ah, das macht Spaß. Das macht voll süchtig, wenn man erstmal drin ist. Dann denkt man so, oh, ich kann doch gar nicht mehr aufhören. So, die nächste Stadt ist entstanden. Die kriegt hier jetzt gleich einen Anschluss ans Schienennetz. Das ist nicht so wie hier in Deutschland, wo man Millionen Anträge erstellen muss. Ich hätte gern eine S-Bahn-Haltestelle in meinem Dorf. Nein, nein. Das geht direkt bei mir. So, den schicken wir auch gleich los. Der hier will zum Grün. Dann schicken wir den hier so rum. Dann kommen die sich nicht in die Quere. Und einen Zug müssen wir noch kaufen. Der Gelbe, den schicken wir auch gleich los. Das ist geil, dass man die jetzt hier stoppen kann. So, Break! So, der muss zu Gelb hier. So, du kannst weiterfahren. Ja, was passiert eigentlich, wenn man den Zug ins falsche Loch schickt? Klingt irgendwie pervers. Ja, was passiert dann? Ja, dann wirst du halt wieder rausgeworfen, ganz einfach. So sollte es zumindest sein. Der geht halt rein und wieder raus und da mussten halt dann manövrieren, ins richtige Loch zu schieben. Das Problem ist, wenn natürlich 2 Züge auf demselben Gleis sind und du merkst das nicht, dann hast du ein Problem. Weil dann passiert ein Desaster. Weil dann rammen die sich halt natürlich. Also das ist natürlich dann kacke. So, der will auch ins Gelbe, dann bremsen wir den mal aus. Missionsmäßig haben wir alle geschafft. Oh, 3 Hänger hier. Wahnsinn. Was ein Oschi, hä? So, und der will dann ins grüne Loch. Den schicken wir gleich dahin. Der kann eigentlich schon losfahren. So. Party in der Haus. Der Zug ist in der Haus. Okay. Das ist wahrscheinlich der letzte. Das ist schon cool. Jetzt haben wir hier 67.000. Ich glaube, am Beginn hatten wir 70.000. Also wir haben zwar noch keinen Gewinn gemacht, aber wir sind in die Richtung, das Geld wieder reinzukriegen, was wir ausgegeben haben. So, Chuchu fährt ein. Es kam dann doch noch einer, der zu Big City am Hafen möchte. Mit seinem billigen Holster. Oh, da kommt ja noch ein Zug. So, dann schicken wir den halt hier auch noch darüber. Da, die entwickeln sich auch weiter. So eine prächtigen Metropole. Herrlich. Das Spiel wäre was für meine Mutter. Die liebt ja solche Spiele. Damals, wo ich nur einen Computer hatte, da
da gab es mal so ein Spiel bei der Computer Build, so, ihr kennt die vielleicht noch, mit so CDs, da waren immer Spiele drauf. Und da war so ein Spiel drauf, das nannte sich Swing. Das ist ein bisschen so wie Tetris. Da muss man so Kugeln so einreihen, dass sie halt drei Kugeln nebeneinander kommen. Dann gab es halt da irgendwie Punkte und haben sich dann halt aufgelöst. Ah, ein geiles Spiel, wirklich ein geiles Spiel. Und wir hatten nur den einen Computer, das war eigentlich mein Computer. Und als ich ihr das Spiel dann mal gezeigt habe, war ich so, hey, willst du mal spielen? Dann wollte ich dir das mal ein bisschen so näher bringen, diese Computerspiele-Geschichte und so. Ja, was ist passiert? Ich konnte mir den Computer sonst wohin schieben. Ich kam nie mehr an meinen Computer dran. Das war so ätzend, dieses Spiel. Und seltsamerweise war dann plötzlich die CD von dem Spiel weg. Aber ich war nicht schuld, ich schwöre, das war nicht mein Verdienst. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Naja, gut. So viel dazu. Ja, Mission abgeschlossen. Lass nicht zu, dass ein Zug den falschen Bahnhof anfährt. Aha, okay, das war die eine Mission. Setze mindestens 3 zusätzliche Züge ein. Haben wir gemacht. Gib mindestens 60.000 Dollar aus. Haben wir gemacht. Jo, schön. Ja, das war's eigentlich. Wenn ihr sagt, wow, Xaro, geil, das Spiel hat so Spaß gemacht. Spiel mal weiter, bitte. Dann tue ich das. Wenn ihr da voll die Kommentare raushaut und mir sagt, warum ich dieses Spiel weiterspielen soll, ja, dann werde ich das tun. Ganz ehrlich, dann mache ich das. Weil mir macht das Spiel Spaß. Ich weiß nicht, wie lang das Spiel geht. Oh, ist schon ein bisschen was, was man hier machen kann. Aber wenn man hier so 3 Level oder so in einer Folge packt, dann kann man das eigentlich relativ zügig durchziehen. Ja, genau. Und ganz wichtig, wenn ihr sagt, ey Xarok, spiel mal dieses Spiel. Ich will wissen, ob sich das Spiel lohnt oder wie du das Spiel findest. Dann sagt mir das auch in den Kommentaren, da würde ich mich drüber freuen. Und ja, genau. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Dienstag. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen kleinen Like da. Und für alle noch nicht Abonnenten, bitte abonniert mich. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ich bin euer Xarok und wünsche euch noch einen schönen Dienstag. Ciao, ciao.